Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein Jahr her, seit wir hier im Bundestag das erste interfraktionale Gespräch zu 219a geführt haben mit den Kolleginnen der Linken, der FDP, der SPD, der Union und auch uns Grünen. Und Sie werden sich vielleicht daran erinnern, wir waren nach der ersten Verurteilung von Christina Händel alle der Meinung, dass es nicht richtig sein kann, dass Ärztinnen strafrechtlich belangt werden, wenn sie Frauen umfassend über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Und darum haben vier Fraktionen einen Gesetzentwurf gemacht. Und das hat sich dann sehr schnell bei Ihnen von der Union geändert. Denn Sie wollen, und das haben wir jetzt immer wieder gemerkt in den letzten Monaten, Sie wollen am 219a nichts ändern. Schlimmer noch, Sie machen eine Nebendebatte über 218 auf. Aber da geht es hier nicht drum. Es geht nicht um 218. Und ich muss Ihnen auch sagen, bei allem, was wir jetzt zu lösen in der Lage wären, einfach schulterzuckend hinzunehmen, dass weitere Ärztinnen in der Zwischenzeit verurteilt werden, das ist schon krass. Und Sie von der CSU und CDU schwingen weiter die Keule des Strafrechts. Sie lenken ab, Sie lösen nichts, Sie sitzen aus. Und da sage ich Ihnen ganz im Sinne meines Kollegen von der FDP, das lassen wir Ihnen nicht länger durchgehen. Menschen in diesem Land wollen selbstbestimmt in einer freien, emanzipierten Gesellschaft leben. Da gehört sexuelle Selbstbestimmung selbstverständlich dazu, und zwar ohne einen Paragraph 219a und ohne Bevormundung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, mal konkret, was wäre denn, wenn 219a aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wäre? Dann könnten Frauen sich im Falle einer ungewollten Schwangerschaft schnell, ohne Beschränkungen und online bei einer Ärztin oder Arzt fachlich informieren und bekämen so sehr viel mehr Sicherheit. Ungewollt Schwangere könnten, ohne auf Listen von Beratungsstellen warten zu müssen, selbst herausfinden, wo und bei welcher Ärztin oder bei welchem Arzt sie Beratung und Hilfe bekämen. Und Ärztinnen könnten eine bestmögliche Versorgung von Frauen gewährleisten und so ihrer Staatsaufgabe, ich wiederhole das nochmal, es ist eine Staatsaufgabe, verantwortlich nachkommen. Und Ärztinnen würden nicht mehr Gefahr laufen, verklagt zu werden. Und darum geht es hier. Und sehr wichtig, auch die medizinische Ausbildung könnte endlich erweitert werden. Und dann könnte es auch möglich sein, dass in der medizinischen Ausbildung auch gelehrt wird, wie man Schwangerschaftsabbrüche professionell vornimmt. Kollegin Schaus, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung? Ich lasse keine Zwischenfrage zu. Wenn Sie das alles nicht wollen, kann ich für meine Fraktion Bündnis 90 nur sehr klar sagen, wir wollen das so. Wir wollen Frauen vertrauen. Anstatt Misstrauen gegenüber Frauen und Ärztinnen wollen wir Unterstützung und eigenverantwortliches Handeln statt Kontrolle und Repression. Das wird dem Anspruch von Frauen in diesem Land gerecht. Und ganz dringend braucht es vor allem aber auch rechtliche Sicherheit für Ärztinnen. Das zeigt das Verfahren gegen Nora Sass und Natascha Niklaus aus Kassel sowie auch das zweite Urteil von letzter Woche gegen Christina Händel. Und hier endlich die juristische Schieflage zu beseitigen, das ist unsere, das ist die politische Aufgabe, die wir jetzt zu lösen haben. Und ich kann das nur wiederholen, was die Kollegin Högel gerade gesagt hat. Sehr eindrücklich hat das noch mal das Landgericht Gießen betont. Es äußert Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Werbeverbots. Es fordert eine politische Entscheidung, denn die Gerichte seien in solchen Dingen überfordert. Das hat der Richter gesagt. Und ich darf noch einmal zitieren. Frau Händel solle das Urteil tragen wie einen Ehrentitel in einem Kampf für ein besseres Gesetz. Und da sage ich ganz klar, da kann sich jetzt keine Fraktion wegducken, insbesondere die Fraktion von der SPD nicht. Ihr habt einen eigenen Gesetzentwurf zur Streichung, Eva hat es gerade gesagt, beschlossen. Ich kann dazu nur sagen, die Abstimmung freizugeben ist auch ein Beschluss. Ihr seid im Wort bei den Frauen, ihr seid im Wort bei der Parteibasis, auch bei den Bürgerinnen. Und die Ministerinnen Barley und Giffey äußern sich dazu ebenfalls vollmundig. Bislang haben wir dazu aber auch aus der Bundesregierung noch nichts gesehen. Und das ist zu wenig. Und es ist unglaubwürdig, das Verfahren mit der Koalitionsmehrheit zu blockieren, die Gesetzentwürfe im Rechtsausschuss zu versenken und auszubremsen, anstatt endlich offensive Lösungen für Informationsrechte außerhalb des Strafrechts zu suchen. Und währenddessen werden eben, wie gesagt, weiter Ärztinnen verklagt und Frauen vor Beratungsstellen belästigt. Ich appelliere an Frau Schaus, setzen Sie bitte den Punkt. Ich komme zum Schluss. Ich appelliere an Frau Nahles. Sie können viel an Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn Sie mit der Freigabe der Abstimmung zu 219a, wenn Sie da den Schritt tun, wenn Sie eine reale Chance aus der Mitte des Parlaments, hier eine Mehrheit zu stellen, wenn Sie diese Abstimmung
zustimmen. Und wenn wir hier nicht länger warten und einen gemeinsamen Beschluss fassen, der heißt, streichen wir 219a. Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention erhält jetzt die Kollegin Silvia Pantel das Wort.